Heute richten wir den MCC, den Monsieur Cuisine Connect, gemeinsam ein. Wir starten das Programm, wir starten das Gerät und wir stellen die Internetverbindung her, damit ihr noch mehr Rezepte auf eurem MCC habt. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt unbedingt dran, denn direkt nach einem kurzen Intro geht es bereits los. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt, TTKW. Mein Name ist Susch Vinzenz und heute geht es mal wieder um den MCC, den Monsieur Cuisine Connect. Ich habe euch bereits ein Unboxing gemacht, welches ihr hier oben anklicken könnt. Und heute zeige ich euch, wie ihr ihn startet, wie ihr ihn mit dem Internet verbindet, ins WLAN einloggt, ein Benutzerkonto erstellt und so weiter, damit ihr die komplette Möglichkeiten ausnutzen könnt, alle Kochrezepte, die neu von der Produktseite, von der Internetseite erstellt worden sind, auf eurem MCC habt. Und nun lasst uns beginnen. Als erstes stellen wir hier an der Seite den Powerschalter auf On, nachdem wir das Stromkabel in die Steckdose gesteckt haben. Und wie ihr sehen könnt, das Display startet Monsieur Cuisine Connect. Nun wählt ihr eure Landessprache aus. In diesem Fall ist das bei uns Deutsch. Nun könnt ihr euch die Datenschutzerklärung durchlesen und diese dann abhaken mit zur Kenntnis genommen. So, und wenn ihr nun ein WLAN einrichten möchtet, klickt ihr auf Weiter. Wenn ihr kein WLAN habt, drückt ihr auf Überspringen. In diesem Fall drücken wir aber auf Weiter, weil wir ein WLAN einrichten möchten. So, und in diesem Fall klicken wir auf unser WLAN und geben unser Passwort ein und klicken dann auf Verbinden. Und ihr seht, hier steht nun verbunden. Wir klicken auf Weiter. Hier könnt ihr nun zustimmen oder erlauben, damit eure Daten übertragen werden oder zustimmen. Ich klicke hier mal auf Ablehnen. So, und nun könnt ihr ein neues Nutzerkonto einrichten, ein bestehendes weiterverwenden oder das Ganze überspringen. Da ich noch kein Nutzerkonto habe, nehme ich natürlich ein neues. Nun tragen wir unsere Daten hier ein. Wenn ihr das getan habt, drückt ihr nur noch die allgemeinen Geschäftsbedingungen bestätigen und auf Weiter. So, und jetzt sucht er nach der WLAN-Verbindung. Das kann nun ein paar Sekunden, vielleicht auch eine Minute dauern. Ich weiß es selbst nicht. Werden wir mal sehen. Ich gebe euch zu dem Passwort mal nochmal einen Tipp und zum Benutzernamen. Also ihr habt gesehen, im Benutzernamen, da darf kein Leerzeichen drin sein. Also der muss zusammengeschrieben sein. Den Fehler habe ich am Anfang gemacht und dadurch kam ich nicht weiter. Und das Passwort muss aus mindestens 10 Buchstaben bestehen. Es muss ein Großbuchstabe dabei sein, eine Zahl bzw. Ziffer und ein Sonderzeichen. So, nach einigen Versuchen und langem Warten, also immer wieder sich einzuwählen, das scheint hier ein bisschen ein Problem zu sein, kommt hier die Bestätigung, dass man sich eingeloggt hat. Also, wenn ihr die Probleme oder die Anzeige bekommt, Surfer konnte nicht erreicht werden, probiert es immer und immer wieder. Das scheint hier wirklich ein aktuelles oder ein allgemeines Problem zu sein. Verzweifelt nicht an euch, es liegt wahrscheinlich an der Surferverbindung vom MCC. So, dann müsst ihr nochmal einwilligen und dann seid ihr im Prinzip im Surferprogramm drin, also im MCC, und könnt dann euch durch das Startprogramm durchführen lassen. Und dieses Surferprogramm zeigt dann die Grundeinstellungen. Aber dazu habe ich euch ein neues Video gemacht, welches ihr danach hier oben anklicken könnt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit der Einrichtung ein wenig weiterhelfen, auch wenn es teilweise gar nicht so einfach ging. Schreibt mir mal in den Kommentaren, wie es bei euch funktioniert hat, ob es einfach war oder ob ihr gleich verbunden wart oder ob ihr auch mehrfach probieren musstet. Würde mich mal interessieren und bestimmt auch andere Zuschauer.
Ansonsten verwendet die Bewertungsfunktion mit einem Like oder Dislike, abonniert meinen kostenlosen Kanal, drückt dazu die Abo-Glocke, damit ihr zukünftig keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, euer Zusch Finsens. Und nun legt euch wieder hin oder schaut euch das nächste Video an zu der Einführung beim MCC. Ciao.